Moin moin, heute mal wieder aus dem Norden der Republik. Diesmal geht's um zwei Bahnlinien, die ich im November 2018 in meinem Film über den Schienenpersonennahverkehr im südlichen Hamburger Umland nur der Vollständigkeit halber erwähnt hatte. Die Güterzugstrecke von Buchholz in der Nordheide zum Rangierbahnhof Maschen und die stillgelegte Nebenbahn Jesteburg-Lüneburg. Ich habe es damals etwas provokant als einen Skandal bezeichnet, dass geeignete Schienenwege im Dunstkreis einer 2-Millionen-Metropole nicht für den SPNV genutzt werden. Warum das so ist und vermutlich noch ziemlich lange so bleiben wird, beleuchte ich in diesem Video. Zunächst der Blick in die Historie. Die Berlin-Hamburger Eisenbahn eröffnete die Strecke Lüneburg-Buchholz 1874 als Teil einer geplanten Fernverbindung Berlin-Geestemünde. Obwohl zweigleisig trassiert, erlangte sie nur lokale Bedeutung und wurde stets als eingleisige Nebenbahn betrieben, denn der Durchgangsverkehr zwischen Hauptstadt und Nordsee nutzte die Amerika-Linie über Stendal und Uelzen. Der Bau des Rangierbahnhofs Maschen stellte die Planer vor die Aufgabe, die Strecke von und nach Bremen anzubinden. Hierzu bot sich die teilweise Nutzung der Buchholz-Lüneburger Bahn in Kombination mit einer Neubaustrecke Jesteburg-Maschen an. Letztere entstand zwischen 1970 und 72. Anschließend startete der Ausbau Buchholz-Jesteburg. Die bisherige Nebenbahn erhielt ein zweites Gleis, wurde elektrifiziert und für Tempo 140 zugelassen. Für die zwischen Buchholz und Lüneburg pendelnden Schienenbusse entstanden in Rheindorf und Jesteburg je zwei Außenbahnsteige. Im Dezember 75 war die Aus- und Neubaustrecke Buchholz-Maschen fertiggestellt. Der Rangierbahnhof ging ab 1977 in Betrieb. Östlich der neu geschaffenen Abzweigstelle Jesteburg behielt die Strecke ihren Nebenbahnstatus mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Der Personenverkehr endete im Herbst 1981, der Güterverkehr häppchenweise bis 1994. Am 1. August jenes Jahres ging der Abschnitt Mechtersen-Lüneburg als erste von der Deutschen Bahn AG stillgelegte Strecke in die Annalen ein. Jesteburg-Marxen folgte 2 Monate später. Der Mittelteil Marxen-Mechtersen hatte bereits 1989 das Zeitliche gesegnet. Die Anschlussweiche in Jesteburg wurde 1997 entfernt, womit die Abzweig zu einer Überleitstelle verkümmerte. So richtig in mein Bewusstsein rückten die personenverkehrslosen Trassen, weil zwei Freunde in der Nähe besagter Abzweigstelle wohnten. Insbesondere das rostige Gleis, das aus der Hauptstrecke ausfädelte, unter einer alten Brücke hindurchführte und in einem langgezogenen Bogen im Wald verschwand, fand ich sehr anheimelnd. Als ich in den frühen 90er Jahren vermehrt die Lokalnachrichten in der Zeitung studierte, stieß ich gelegentlich auf Berichte über die Buchholz-Maschner Güterbahn. So war 1993 von einem Jesteburger Ratsherrn zu lesen, der sich für die Aufnahme des SPNV zwischen Buchholz und Maschen aussprach, zu einer Zeit, als sogar noch Bahnsteige in Jesteburg existierten. Auch in den Folgejahren gab es vergleichbare Vorstöße von verschiedenen Seiten. So brachte der Verkehrsclub Deutschland, VCD, mehrere Ideen ein, etwa einen Pendelverkehr zwischen Buchholz und Marxen oder die Elektrifizierung der stillgelegten Strecke in Zusammenhang mit einer neuen Verbindungskurve bei Jesteburg, quasi als drittes Gleis zwischen Maschen und Lüneburg. Sämtliche diesbezüglichen Bestrebungen verliefen im Sande. Und Ende 1999 vermeldete die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, LNVG, dass ein SPNV auf der Strecke Buchholz-Maschen unrentabel sei. Ende der Diskussion. Glaubte man. Doch 14 Jahre später stand das Thema wieder auf der Agenda, denn im Sommer 2013 startete die LNVG die Untersuchung von 74 Strecken auf Reaktivierungswürdigkeit. Buchholz-Maschen-Harburg stand auf der Liste. Jesteburg-Lüneburg fand keine Berücksichtigung. Zunächst wurden 46 Kandidaten aussortiert, die übrigen 28 einer eingehenderen Betrachtung unterzogen. Im Frühjahr 2014 verblieben 8 Strecken und Buchholz-Maschen-Harburg war noch immer im Rennen. In der standardisierten Bewertung wurde ein Stundentakt mit einer Fahrzeit Buchholz-Harburg von 24 Minuten bei Zwischenhalten Jesteburg und Ramelsloh zugrunde gelegt. Das im März 2015 präsentierte Ergebnis konnte sich sehen lassen.
Denn mit einem Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,51 belegte die Verbindung Platz 3 hinter Salzgitter-Lebenstedt-Friedenberg und Bad Bentheim-Neuenhof. Doch wer dachte, dass endlich die entscheidende Hürde für den jahrzehntelang geforderten SPNV genommen wäre, sah sich getäuscht. Eine Realisierung sei aufgrund der hohen Auslastung durch den Güterverkehr derzeit nicht möglich. Stattdessen rückte die viertplatzierte Strecke Salz der Helden-Einbeck nach, wo der Personenverkehr mittlerweile ebenso wie zwischen Bentheim und Neuenhaus wieder aufgenommen wurde. Die Reaktivierung in Salzgitter hingegen folgte einem allgemeinen Trend im Eisenbahnverkehr. Sie fiel ersatzlos aus. Trotz und alledem kann man immer wieder mal planmäßigen Personenverkehr zwischen Buchholz und Maschen beobachten. In einigen Fahrplanperioden betraf das vereinzelte Nah- oder Fernverkehrszüge. Seit Dezember 2018 ist dort die am Wochenende über Buchholz bis Harburg durchgebundene RB-Linie 38 unterwegs. Interessanterweise nur in Nord-Süd-Richtung. Während der baubedingten Totalsperrung Buchholz-Kleckenhittfeld-Harburg von April bis Dezember 2004 rollten sogar alle Reisezüge hier entlang, was Jesteburg und den umliegenden Orten jedoch keine Vorteile brachte, denn Unterwegshalte gab's natürlich nicht. Bei Betriebsstörungen auf der Hittfelder Schiene kann es jederzeit ad hoc zu sogenannten Umleitungen unter erleichterten Bedingungen kommen. Die Fahrplanunterlagen der zwischen Bremen und Hamburg verkehrenden Reisezüge enthalten Alternativpläne für die Güterbahn, sodass im Fall des Falles kein Umleitungsfahrplan erstellt werden muss. Greifen wir das Argument der hohen Auslastung durch den Güterverkehr auf und schauen uns die Knackpunkte in der Betriebsführung zwischen Buchholz und Harburg an. Wir beginnen im Keilbahnhof Buchholz, wo die direkte Strecke nach Harburg westlich, hier links, die nach Maschen östlich des Empfangsgebäudes liegt. Haltende Reisezüge können bei der Fahrt über Jesteburg lediglich Gleis 11 nutzen. Als während der Streckensanierung 2004 der Gesamtverkehr über Maschen abgewickelt wurde, bestand am Gleis 29 ein hölzerner Behelfsbahnsteig. Eine vergleichbare Lösung wäre bei einem dauerhaften SPNV erforderlich, um Fahrstraßenkreuzungen nordwärts fahrender Regionalzüge mit von Maschen kommenden Güterzügen zu vermeiden. Die Betriebsabwicklung auf der freien Strecke ist unproblematisch. Mit rund 100 Güterzügen täglich ist sie schwach belastet und dank ihrer annähernd identischen Durchschnittsgeschwindigkeit behindern sich Nah- und Güterverkehr nicht. Deutlich komplizierter wird es rund um den 7 Kilometer langen und 700 Meter breiten Rangierbahnhof Maschen. Güterzüge von Lüneburg und Buchholz enden in der Einfahrgruppe des Süd-Nord-Systems, werden zerlegt, über den Ablaufberg in die Richtungsgleise gedrückt, neu gekuppelt und in den Hamburger Hafen nach Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern geschickt. In Gegenrichtung läuft es umgekehrt über das Nord-Süd-System. Züge ohne Behandlung in Maschen, also auch unsere fiktive RB-Linie Buchholz-Harburg, nutzen die östliche oder westliche Umfahrung. Gleichzeitige Fahrten von Lüneburg in die Einfahrgruppe und von Buchholz zur östlichen Umfahrung sind nicht möglich. Die Strecke Hamburg-Hannover flankiert den RBF im Osten. Hier liegt der Maschener Personenbahnhof, der seit Sperrung der Decatur-Brücke 2016 vom namensgebenden Ort abgeschnitten ist. Für Buchholzer Züge ist er aufgrund nicht vorhandener Weichen unerreichbar. Im weiteren Verlauf bis Harburg existieren drei Gleispaare. Die Personenzuggleise mit dem Haltepunkt Meckelfeld, hier rot dargestellt, die Hafengleise, blau, und die Güterzuggleise, braun. Letztere scheiden momentan für die Nutzung durch den Nahverkehr aus, da sie in Harburg in bahnsteiglose Gleise führen. Zwar ließe sich das durch Einbau zusätzlicher Weichen ändern, was jedoch Fahrstraßenausschlüsse in Harburg zur Folge hätte. Bei der Fahrt über die PZ-Gleise kommt es statt einwärts bei der Überleitung in Meckelfeld zu Konflikten mit dem Personenverkehr Richtung Lüneburg. Statt auswärts kann nicht zur westlichen Umfahrung gewechselt werden. Selbst bei Einrichtung entsprechender Weichenverbindungen würde ein querfahrender Zug alle Hafen- und GZ-Gleise blockieren. Blieben für den Buchholzer SPNV nur die Hafengleise, über die in Harburg alle Gleise erreicht werden können, bei Fahrt nach 1 bis 4 allerdings nur mit Rücksicht auf den Gegenverkehr. Betrieblich böte es sich daher an, die Gleise 5 oder 6 zu nutzen, was allerdings für die Reisenden von Nachteil ist, weil der zugehörige Bahnsteig über keinen direkten Zugang zum unterirdischen S-Bahnhof verfügt, was lange Umsteigewege bedeutet. Wie man es also dreht und wendet,
Irgendwo kneift es immer. Natürlich sind all diese Probleme seit Jahrzehnten bekannt und so richtig scheint niemand an der Abhilfe interessiert. Es ist ja auch praktisch. Die Damen und Herren aus Politik und Wirtschaft können ganz unverbindlich ihr schönes Sprüchlein mehr Verkehr auf die Schiene aufsagen, brauchen dem aber niemals Taten folgen zu lassen, weil sich neue Gleise zu ihrem Glück nicht von selbst bauen. Und so wird Jahr ein Jahr aus über den Verkehrsinfarkt gejammert, ohne dass irgendwer irgendwas anschiebt, geschweige denn vorantreibt. Die ältesten Zeitungsberichte in meinem Archiv stammen von 1992 und die Schlagzeilen könnten genauso gut von heute sein. Stillstand seit über einem Vierteljahrhundert. Da erscheinen auch die aktuell unter Greta-Einfluss aus allen Ecken tönenden Lippenbekenntnisse kaum geeignet, Hoffnung auf mittelfristige Besserung aufkeimen zu lassen. Aber wie könnte eine Lösung für den SPNV von Buchholz über Masche nach Harburg aussehen? Aus meiner Sicht wäre im südöstlichen Bereich des Rangierbahnhofs anzusetzen. Um Konflikte mit den übrigen Verkehren zu vermeiden, bietet es sich an, den Buchholzer SPNV auf neu zu errichtenden Brücken, hier rot dargestellt, über sämtliche Güterzuggleise zwischen dem RBF und Stelle, blau, sowie das PZ-Gleis Maschenstelle, schwarz, zu führen und in die Bahnsteiggleise des PBF einzubinden. In dieser schematischen Darstellung wird deutlich, dass die Nahverkehrszüge ohne Kreuzung mit dem Gegenverkehr der Strecken Buchholz-Maschen sowie Hamburg-Hannover ein- und ausfädeln und, sofern gewünscht, die Stationen Maschen und Meckelfeld bedienen könnten. Das mal so als kleine Anregung aus meinem Ideenstudio. Ja, ich weiß, das kostet Geld, das aber durchaus vorhanden ist, allerdings verpulvert wird, um beispielsweise funktionierende Kopfbahnhöfe durch betrieblich und verkehrlich fragwürdige Neubauten zu ersetzen. Um schließlich nochmal auf die Buchholz-Lüneburger Bahn zurückzukommen. Ich bin überzeugt, oder naja, sagen wir mal so, ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass durch den Bau einer Verbindungskurve bei Jesteburg einiges möglich gewesen wäre. Die Strecke hätte ihre Chance verdient gehabt, aber man hat sie ihr verwehrt. Und das zu einer Zeit, als man es besser hätte wissen müssen. Dabei denke ich gar nicht mal an die Stilllegung und den um die Jahrtausendwende durchgeführten vollständigen Abbau. Das alles wäre umkehrbar. Inzwischen jedoch ist die Trasse von Bahnbetriebszwecken freigestellt, vulgo entwidmet, in Wulfsen mit schmucken Einfamilienhäusern überbaut und damit unwiederbringlich verloren. Hier, 30 Kilometer von der Hamburger Innenstadt entfernt, wird nie wieder ein Zug fahren. Aber wen wundert's? Solange Dorfbewohner mit Zweit- und Drittwagen die Eisenbahn vor allem mit Lärm, Erschütterungen und totgefallenen Kindern assoziieren. Dieses Plakat, das während des Dialogforums Schiene Nord 2015 in Brakel aufgestellt war, spricht Bände. In eben diesem Brakel wohnt übrigens ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der zwar ganz gern vorgibt, sich für Verbesserungen beim Schienenverkehr einzusetzen, sich aber nicht zu schade ist, mit eisenbahnfernen Bürgerinitiativlern gegen eine Neubaustrecke entlang der Autobahn 7 zu protestieren und einen beispiellosen Murks namens Alpha E zu bejubeln. Was soll man da noch sagen? Ich sage nur dies. Liebe Pendler aus Jesteburg und Umgebung, es tut mir leid, dass ich euch nichts Erfreulicheres berichten kann. Solltet ihr noch immer davon träumen, eines Tages mit der Bahn nach Hamburg fahren zu können, kann ich euch nur raten, wacht auf oder sucht euch einen anderen Traum. Denn jener vom Schienenpersonennahverkehr auf der Strecke Buchholz-Maschen-Harburg dürfte zu jenen der Kategorie unerfüllbar zählen.